Haut am dritten Ostersonntag begrüßen Sie sich aus der Kirche von Weiler La Tour. Wir waren drauf von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Cécile Weiler an Hassel, Dirigent aus den Horatio Dragan, Organistin Simon Appelbaum-Göbel. Sie spielt als Entrée Preludium in D von Gustav Merkel. Dono Sangemar Gloire à toi von Myriam Deboeuf. E Kyriale von Jakadowski, Gloria von John Page, Alleluia von Esther de Vries, Aimé von Lefebvre an Belliard, Quand il lisait à ses amis von Rimo Anaxippos und als Schlusslied Freue dich Welt von Händel. Durchel spielt Zochti aus L'Organiste Moderne von Lefebvre Vély. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lief Leute heute zu Weiler an der Kirche. Alle Weiler gut, die da über die Medien mit uns verbunden sind. An dieser Masse an der österlichen Zeit sind wir invitiert, für uns auf den Herr Jesus zu konzentrieren.
wo es mir jen zusammen lüben, gespannt ob sein Wort lauschteren, an der Brüderlichkeit Brot vom Leben delen, dat hier neis geschenkt wird. So kriegt Kraft für ihn ehrlich notzuguen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit uns tun, als all als Schuld nolossen, als ein ewig Liebe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen führte man die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Darauf ließen sie die Apostel auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei. Die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot,
sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wo ist Gott? Wie vielleicht ist Gott weit weg. Gerade an Notzeiten wird beklot, hier wir nicht do an nicht zu erreichen. Sie fragen, wo ist Gott? Man gesinnen nicht, man spüren nicht von ihm, er greift nicht an, lässt einfach alles laufen. Geht es denn überhaupt? Die Frage, wohin ist Gott, hat schon der Philosoph Friedrich Nietzsche als einen tollen Mensch gestaltet. Wohin ist Gott? Die Frage taucht immer nicht ab, wenn Probleme von der Welt, auch von den Menschen, sozusagen unlesbar erscheinen. Besonders eindringlich an heute wird die Frage gestellt an Zeiten von Krieg, an Naturkatastrophen. Der Krieg mit seinen Grausamkeiten, wo ist du Gott, der gute Gott? Oder plötzlich gehen mit Rehen, den einfach nicht abhält, ganz Landstricher an Dörfer von Bergen auf Flüsse überschwemmt. Oder riesig Büschbrenn zerstören Landschaften auf Unreim. Oder ein Virus erobert die ganze Welt und erfasst bald alle Anwohner von der Erde. Wo ist Gott da? Die Frage geht auf der ganzen Welt gestellt. Sie gilt für Afrika, Südamerika, China und Ukraine. Ja, überall. Aber weil Gott kein Hilfe mehr ist, probieren Menschen aus eigener Kraft Probleme zu lösen. Wir spüren auch, dass sie an Grenzen stoßen, an ihre Kräfte nicht durchgehen. So gehen sie an ihre Begrenztheit, an Endlichkeit erinnert, ihre Hilflosigkeit, an Aufhängigkeit. Sie gehen auf sich selber zurückgeworfen. So ähnlich als es die Jünger am Evangelium ergangen. Hier ein Hoffnungsdreher, der Jesus, war tot. Kei konnte glauben, dass die Gekreuzigten Liebe gif. Wohin ist die Gekreuzigten? Wohin ist Gott? Wo ist denn drun? Die Allfroh hat durch sie herumgetrieben. Da geschieht etwas Ungeheuerliches, was kein sich erklären kann. Der Jesus steht um Ufer, urplötzlich, um Ufer. Natürlich ist das Feststellung für dich mal eine Urzbeschreibung. Die Präsenz von Jesus wird geografisch lokalisiert als ein Faktum. Weil so, er geht nicht um Fantasie, mehr um Realität, gebunden an einen konkret anschaulichen Platz. Der Evangelist Johannes aber will mehr. Er will den Ausser über die Eisexistenz machen. Die Buren froh, wohin ist Gott, kriegt eine Antwort. Der Jesus steht um Ufer. Für die Johannes hast du für mich wie eine Urzbeschreibung. Für ihn hast du für eine Schicksalsbeschreibung. Es geht ihm nicht an Schicksale von unserem Leben. Gerade da, wo wir nicht weiter wissen, wo der Krieg uns übermannt, wo Natur uns mit ihren Kapriolen überrascht, wo Krankheit und Tod uns auf den Leib rückeln, wo wir Bedrohungen Leder fuhren, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Da steht der Herrgott um Ufer. Du verhast Matzen an unserem Alter, Matzen an unserem Beruf, Matzen am Altersheim oder an der Klinik,
matzen an der Fried an der Not. Immer stimmt die Wort vom Evangelist, der Jesus steht um Ufer. Er steht um Ufer, er weht ob Eis. Von den Jüngern wird gesagt, ganz am Anfang, sie hätten gar nicht gefischt, obwohl sie sich ein ganz Not geplot hatten. Kennen wir lieber gut, das gefiel nicht auch. Da geheiden sich, man ging alles an null erfolgreich. Da setzen wir uns an mit Elan und Begeisterung, man mit der zeitlosen Kräfte nur, für und allem dann war scheinbar alles im Soss aus. Die Jünger müssen erkennen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Aber gerade an der Hilflosigkeit, an Ohnmacht erfuhren sie, den Obersternenen als du. Aber Eisläferin, mach mir nicht auch mal gelegentlich die Erfahrung, dass wir gerade an aussichtslose Situationen Hilfe von Bause kriegen. Ob immer Gott am Spiel ist, schwer soen, mir viel wird nicht. Der Jesus beginnt uns am Alltag. An do, wo ich mich für nicht mitgemerkt und geplot tun, do, wo alles im Soß war, do willte Jesus mal Kraftquell sein. Do steht hier nun Ufer, er weht ob mich. Die Jünger hatten hier Schwierigkeit, hier zu erkennen. Das wohl hei so, den Obersternen erschenkt nimmen denen, die hier zu Liefzeiten gut kann tun. Trotzdem massen hinne friem. All identifizieren sie hier für das erste Mal mit irgendeinem Mensch, nur so gut mit einem Geist. Weil sie so ernst, so neu ist, brauchen sie lange Zeit, bis sie schließlich drauf kommen, dass es die Jesus muss sein. Hatten sie am Anfang hier Schwierigkeiten hier zu erkennen, so geht es eis gerade so. Wo geht hier greifbar, erspürbar? Mit den Obersternen hast du auch wenn man hier nicht gesehen. Er lebt als in der Kirche, er lebt am Nächsten, du hast ihn. Mit dieser Feststellung sind nicht alle Probleme gelöst, Leiden nicht bewältigt, nicht alle Kriecher beendigt, nicht die Kirchen gefüllt. Mehr als Christen, die die Jesus an unser Mitwissen, geht es an Aussicht gestellt, ihr Leben lebt nicht an der Eidelt, ein Kurs dans le vide, hat der Sartre gesagt. Mehr lebt an Plenitude de la vie. Nicht an so plätscherig Leben, das schon so für sich hindröpst, mehr an Divermoos vom vollen, prallen Leben bei Gott. Was braucht dafür? Gewiss die Intervention von Gott. Ohne Hirn wird das Fischwunder am Evangelium nicht denkbar gewesen. Aber auch Eist intervenieren. Die Jünger muss sich auch müssen umrimrappen und Netzer neu auswerfen. Gott am Mensch schaffen zusammen. Das geht deutlich. Und das entspricht einer aller weiser Erfahrung. Theologie sieht, göttlich Gnot und menschliche Natur wirken modernen. Einfach ausgedrückt, wir drohen Eis dazu bei und den Herrgott seint. Da geht es. Da könnt ihr bis zu stehen. Da geht ein erfüllten Leben möglich. Nach einmal, was braucht für das erfüllten Leben? Nur was müssen wir uns ausstrecken? Auch da gibt es eines Besseres belehrt, warum in die Ferne schweifen und das Glück ist doch so nah. Der Jesus sieht, holt die Fisch, die da gefangen hat. Er sieht nicht, holt die, die da nicht gefangen hat. Mir geht von dem aus, was du hast. Valorisiert das, was da hat. Die Wirklichkeit, so wie sie sich präsentiert, hat viel Potenzial. Das mehr wieder mengt. Holt das als Ausgangspunkt und macht etwas draus. Tanzt mit den Mädchen, die da sind. Das gilt lief alle gut auch für eine Kirche, die Matzen am synodalen Prozess ist, für sich neu aufzustellen. Wir wissen, dass wir mit Klängen gesehen, dass wir eine Minorität gesehen. Mit Klängen sehen muss nicht heischen unwirksam sein, muss nicht heischen ineffikant sein. Kläng, mareng. Small is beautiful. Aber wissen, den obersternene Jesus ist dabei, egal zu wie viel das wir sind. Am Anfang waren da auch nicht mehr wie ein Dosen.
Und nur am Alten Testament wird das Volk Israel zu einem kleinen Recht zusammen geschmolzen und hat noch well vis-à-vis von der Welt seine heilsgeschichtliche Rolle gespielt. Die Christen am Römerreich waren eine infime Minorität und trotzdem der Überzeugung, sie geben mit ihrem Gebiet und ihrem Zusammenstehen den ganzen Imperium Romanum zusammenhalten. Liebe Brüder und Schwestern, diesen demütigen Realismus soll uns bewegen, Knüppeln nicht bei Trump zu geheien, mehr weiterzumachen, an unserem persönlichen Leben und am Leben von der Kirche, wissend, dass den oberstehenden Herr uns zur Seite steht. Weil auch nur all das dran nicht, so wie am Evangelium, könnt ihr ihm eine freie Mühen, er bricht den neuen Tag un. Und da steht Jesus am Ufer, er wird auf uns. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir haben dem Herrgott sein Wort gelauscht hat, ehe wir täglich Brot teilen, lassen wir zusammen zum Herrgott bieten, den Quell aus von allen Not ersehen. Für die Kirche, die große Familie von allen Gedäften, dass sie beständig und ohne Angst Christ von Jesus verkündigt, dafür bieten wir. Für als Gesellschaft, die zu viel beschäftigt ist mit Konsum und mit materiellen Gütern. Das Zeichnis von Jesus, seinen Jüngern, als ein Horizont, mehr weit nicht. Dafür bitte mir, Herrgott. Für die, die den Sinn von ihrem Leben sichern, dass dem Jesus sein Wort und Beispiel von seinen Freunden hin in den richtigen Weg weisen. Dafür bitte mir. Herrgott, wir denken besonders an alle Sängerinnen und Sänger, die zehnte Jahren und Jahrzehnten, Sonntag für Sonntag, mit ihrer Stimme an ihrem Chor, an ihrer Kirche dazu beitragen, der versammelten Glaubensgemeinschaft Fried und Frieden, Trost und Zuversicht zu vermitteln, mehr die Haut auf diesem Sonntag durch Krankheit gezwungen sind, daheim oder am Kliniksbett just ein Gedanke mal zu machen. Herrgott, gib du ihnen Vertrauen an die Courage, die bedrückende Zeit zu überstehen, erlass sie die eng Verbundenheit mit ihrem Gesangverein spüren. Dafür bitte mir, Herrgott. Darum bitten wir dich durch Christus, unser Bruder und unser Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es für dich und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in innerlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Jo, du bist hellig, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit. Du verbieten wir dich, macht es Goven hellig durch dein Geist. Lose für eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung, also Herr Jesus Christus. Den Ofen, wo hier verrode gauf, wo den Tod auf sich geholt wird, du hält den Brot aus ihm hin, sie den Dankgebiet, bricht Brot, richtet seine Frin, er sieht, holt an erst alle gut davon, der Teil aus mein Leib, er geht hier gehen für euch. Nur im ersten hält noch der Kirlich, seht ihr ihm ein Dankgebiet, riecht der Kirlich seine Freund, er seht, hol dann dringend alle gut raus, der teierst der Kirlich mit meinem Blut, Blut vom neuen an ewigen Bund. Es fließt für euch an die viel Ahner, für das Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken.
So feiere mir heilige Papp, dun denke von dem Jung, der viereis gestorben an Obersternas, an so afre mir dir Brot vom Leben, an die Kirche von der Erlesung. Wir sohn dir merci, weil du seist Beruf, wir von dir zu stohen, an dir zu dingen. Wir beten dich, lo seist Deel holen Leib und Blut von Christus, dat ma ehnt gin durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirche euch dat Feld, a los dein Volk füreinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen von der Kirche. Denk an alle unsere Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oben stehen. Wir feiern das Mass als Stiftung für die Familie Lenas Hansen. Hol sie an all die anderen, die an der Not gestorben sind, ob an dein Reich. Pap, erbarm dich also all, erschenke uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heiligen Josef, den Aposteln, an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dort Welt besteht. Martinen all, los es dich Leben an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Fällt durch hier, am Matthim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all herrlich geht an Eier, lo an immer, an ewig. Amen. Und noch wollen wir zusammen dann noch eh für den anderen so bieten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise, Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel so ob der Erd. Geweiß haut eis täglich Brot, verzeih eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, wir machen es frei vom Besen, weil dein das Reich an Urcht, an Herrlichkeit für immer an ewig. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus sprach zu seinen Jüngern, kommt und esst. Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Alleluja. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Thank you.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, alleluia, alleluia. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Weiler-la-Tour. Den nächsten Sonntag, 1. Oktav-Sonntag, ich war da mit Mass aus der Kaserne vom Heerenbiech, und zwar 10:30 auf alle Kanäle, doch RTL2 an katholisch.lu 10:30. An den nächsten Samstag, 4:00 mittags, ich war den doch an katholisch.lu die feierliche Oktaveröffnung aus der Kathedrale. Sie geht 18 an 23:00 vom Dock wiederholen. Ihr seid ein gut Woch, und damit schalten wir zurück an den Studio.
Okay.